Porno, während im Hintergrund jetzt der aktuelle Part hochlädt und ich hoffe, dass es dadurch hier nicht zu Lex kommt. Nehmen wir gleich weiter auf. Das letzte Mal haben wir einen kleinen Fehler gemacht und durften dadurch ein ganzes Level nochmal spielen. Und jetzt machen wir Dragon's Den. Ach, das ist hier wieder... Ich krieg wieder am Anfang Eier vom Schloss. Ich habe das schon verstanden. Die sollte ich auch mitnehmen. Okay. Schön immer alles kontrollieren. Nach etwaigen Türen und Röhren, durch die man gehen kann. Da oben ist eine Yoshi-Coin. Da käme ich über das Springboard hin. Glaube ich. Ach so, natürlich nicht. Danke. Jo. Da oben ist ein Schlüssel. Ach so, natürlich. Wir brauchen natürlich wieder Schlüssel. Aber auch da komme ich ran. Naja. Na, sag mal. Oh, ich brauche sogar zwei Schlüssel hier, um weiterzukommen. Ups. Wahrscheinlich kommen jetzt lauter so Räume, in denen ich Schlüssel brauche oder sowas. Ach, da drüben ist ein anderer. Ach so, ja natürlich. Zack. Dann setze ich hier den anderen hin und... Okay, ich verstehe. Hier ist gerade eine Säge aufgetaucht, die war davor noch irgendwie nicht da. Ah, Mist. Okay, schießt er jetzt gerade? Das wäre nämlich ungünstig. Gut. Prima. Na, das lief doch schon mal ganz gut. Na, großartig. Schon besser. Sind da jetzt... Ne, das ist eine Tür, das heißt, ich kann sowieso nichts mitnehmen. Gut. Das kann ich nicht aktivieren. Und die, ach, ich wollte nicht... Ich wollte keine Stampfattacke machen, ich wollte die Röhre ausprobieren. Geht nicht. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Wow, hi. Okay. Ach so, natürlich. Schieß mal. Und hoch! Jetzt kommen schon solche Sachen hier. Die Röhre kann ich auch nicht rein. Sicher? Ups. Du bist da echt gut gesetzt. Oh, das war doof. Den behalte ich lieber. Nein, nicht runter. Ich hätte ja sogar das Ei komplett behalten können, kommt mir gerade. Aber hey, so sollte es schon reichen. Diesmal reicht es nicht, natürlich. Reicht es jetzt? Danke. Gut. Ups. Ja, ich könnte ja immer, wenn ich tatsächlich Eier sparen will, das auch immer mir direkt wiederholen. An sowas sollte ich vielleicht mal denken. Das wird später mit Sicherheit relevant. Machen wir das jetzt mal am blödsten. Das war nicht so gut. Ich will doch nur
Ja, bitte, das war gut, das reicht. Sehr schön. Nummer 1. Und Nummer 2. Ich hätte es mir denken können. Ich hätte es mir wirklich denken können. Na gut. Da irgendwas? Nein, okay. Kein Yoshi-Con in dem Raum. Na gut. Außer vielleicht in der Röhre hier. Nee. Tatsächlich auch nicht. Komme ich denn da jetzt ran, mit dem anderen Schlüssel? Oder ich nehme einfach Schaden. Na, großartig. Das war gut. Ah, und jetzt wieder den Weg zurück. Von mir aus. Na, super. Jetzt bin ich aber... Ach, das mit dem Schaden war jetzt vielleicht nicht ganz so geil. Aber ich war jetzt zu faul, den Schlüssel zu holen. Es tut mir leid. So, zack. Nein. Jetzt kann ich halt jedes Mal rewind, wenn ich getroffen werde. Ah. Ich hoffe, ich krieg gleich wieder grüne Münzen. Plops. Ach so. Bin ja doof. Oh, what? Ach du Heilige. Gut, ah, verdammt. Wollte schon sagen, das war knapp und dann bin ich doch noch dagegen gerammelt. So. Warum kann ich hier hoch? Vielleicht um das Springboard zu sehen, ich weiß es nicht. Okay, ich verstehe, was du von mir willst, Spiel. Okay. Uiuiui. Jetzt wird's ganz schön happig langsam. Ah. Nein. Habe ich gerade den Swim? Nee, habe ich nicht. Ich dachte schon. Wie schieße ich das Ding denn jetzt ab? Wahrscheinlich kann ich durch die Wolken schießen und müsste jetzt zurück, aber das muss doch auch so gehen. Ah, es reicht nicht. Wie gemein. Na gut. Dann sei es eben so. Ach, das hätte ich vorher machen können. Oder? Ja, hätte ich auch. Oh, du doof. Wie doof. So. Dann geht's dahinter weiter. Oder? Oder? Ja. Naja. Nein. Geht es nicht. Dann geht's erstmal wieder vorne weiter. Okay.
Hier wahrscheinlich dann. Woanders wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich sonst hin sollte. Na ja, super. Plonk. Ja, das reicht gerade so. Da ist der erste Schlüssel. Endlich, ich bin endlich frei. Danke, dass du diese Tür geöffnet hast. Gerne doch, wie immer dein Name ist. Oh, mein Name ist Ultra Dragon Yoshi. Aber du kannst mich ODY nennen, wenn du möchtest. Okay, ODY. By the way, wie kommt es eigentlich, dass du hier eingesperrt warst? Ich habe dieses dieses Schloss eben untersucht oder erforscht, weil ich sehen wollte, was. Ich wollte den Cyberdrachen sehen, der auch bekannt ist als Teufelsdrachen, der hier leben soll. Aber einige böse Leute kamen zu mir und haben mich K.O. geschlagen und dann, als ich aufgewacht bin, war ich hier drin eingesperrt. Ich bin nicht sicher, warum mich der Typ hier eingesperrt hat, aber ich bin froh, dass ich endlich frei bin. Und mir fällt gerade ein, ich sollte das nachher machen. Ich sollte erst da hinten die Dings aktivieren, die Ranke. Scheiße. Warum hat er das gemacht? Oh, ich habe keine Idee. Ich bin zu diesem Schloss mehrmals gekommen, auf der Suche nach diesem Drachen und niemals ist das vorher passiert. Weißt du, wie er ausgesehen hat? Ich weiß es nicht sehr gut, aber ich denke, er könnte wie ein Yoshi ausgesehen haben, aber ich bin nicht sicher, denn ob es wirklich ein Yoshi war oder nur eine Einbildung. Wenn der Typ wirklich ein Yoshi war, dann fragt sich Yoshi, warum er einen anderen Kumpel Yoshi einsperren sollte ohne Grund. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hoffe, dass er nicht mehr zurückkommen wird. Ja, nun, ich gehe dann und schaue, ob ich den Drachen finden kann. Ich kann herausfinden, was... Er hat irgendeine Remote Control gefunden. Oh, diese langen Texte. Ich will weiterspielen. Ach, der hat den On-Off-Switch. Der hat den On-Off-Switch gedrückt. Vielleicht muss ich gar nicht erst mit dem Schlüssel da hinten das Ding aktivieren. Vielleicht kriege ich einen anderen Schlüssel oder irgendwas anderes dafür noch. Ich glaube es zwar nicht. Ich glaube, ich hätte dran denken müssen, aber wir gucken mal. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Wir probieren es einfach mal kurz aus. Wir sind ja schnell dort und wenn es zu knapp war, dann können wir ja rewinden. Aber diese Texte! Meine Herren! Man kann es ja auch übertreiben. Scheiße. Das ist für eine Yoshi-Coin. Das hier hinten ist für eine Yoshi-Coin und ich... Komme ich vielleicht anders hoch? Wie hoch ist denn das? Oh, das ist schon ziemlich hoch, ne? Aber komm. Das ist doch bestimmt machbar. So close. Yes! Sehr schön. So ist das gedacht. Ah, hervorragend. So, einmal wieder Eier auffrischen. Gut. Ah, Mistbox.
Auf, los! Oh, okay. Oh! Du bist der Metal Dragon, der Cyber Dragon. Ah, du bist auch kein Boss, du bist einfach nur... Ja. Bist du wie der T-Rex, einfach nur... eine scrollende Wand. Aber das ist okay, damit kann ich leben. Wie mache ich das denn jetzt hier am schnellsten? So noch. So einfach. Einfach so. Okay, 3 Yoshi-Coins, 2 fehlen noch. Ich hoffe, die kriegen wir noch. Aber ich wüsste nicht, wo die jetzt vorher schon gewesen sein sollen. Von daher sollte das passen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da irgendwas verpasst haben. Nein, das war nicht so gut. So. Wups. Die kann ich nicht essen. Wow, hi. Plötzlich Säge. Ist das ein lautes Geräusch? Ach, ich... Ach, komm schon. Runter mit der Swamp, danke. What? Okay, alles gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Alles gut. Gleich kommt eine Säge, ich weiß es doch. Nein. Ah, okay. Oh, ist das blöd. So. Nein. Nein. So. Natürlich. Jetzt immer schön die Schlüssel mitnehmen und dann ordentlich treffen. Das wäre jetzt ohne Saves jetzt auch ein Spaß. Denn wenn man nicht ordentlich trifft, das Schlüsselloch, dann ist schon wieder vorbei. Hoi, 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 hoi. So. Nein. Nein, jetzt. Ach. Und natürlich ist genau an der Stelle so ein Feuerding gesetzt. Nein. Oh, da ist Yoshi. Okay. Da ist die letzte Yoshi-Coin. Das ist schon mal gut. Oh. Nein, ich hatte es doch. Ich weiß aber auch noch nicht genau, an welche Stelle man das Ding treffen muss. Ich dachte eigentlich einfach nur oben. Ja, aber es ist schon oben. Aber das hat jetzt wieder nicht gereicht. Scheiße. Danke. Nein. Okay, 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 okay. Das war eine doofe Stelle, meine Herren. Lass mich. Ja, hau ab. Ja. Yeah. Ich hätte wahrscheinlich einfach gar nicht den Schlüssel... Ja, ich hätte den Schlüssel gar nicht loslassen sollen. Ich habe mir die Stelle selber schwer gemacht. Ich sehe es ja ein. Oh boy. Oh. Boah, ich dachte schon, ich schaff's nicht mehr. Oh man. Text.
Super, Yoshi hat jetzt die Hälfte der Eier, die Yoshi verloren hat. Das ist super, aber warum war hier ein Drache, der aussieht wie der Boss von Mega Man 2? Hat Yoshi Fanatic irgendwelche Interessen an originalen Boss-Ideen? Erst waren hier einige schlechte Yoshi-Eier, dann war da der Swamp-Boss, der Yoshi aus Yoshi Pancakes machen wollte, dann war die Krabbe von dem amerikanischen Super Mario Bros. 2. Dann war ein massiver Mancha Flying Layer 2. Das Geist des Dragon von Mega Man 2. Ja, genau. Ja, das sind wirklich kreative Boss-Ideen. Was kommt als nächstes? Wort vom Super Mario Bros. 2? Ja, natürlich. Obwohl du das weißt. Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nicht, was das jetzt heißen soll. Yoshi kümmert sich da wirklich nicht drum. Yoshi ist das egal. Immerhin hat Yoshi Fanatic keinen Iggy Cooper als den ersten Boss gemacht, wie jeder andere auch. Also los! Verlassen wir diesen Ort. Diesen dreckigen Ort. Was? Yoshi hat doch nur Scherze gemacht, als Yoshi diesen Ort eine Müllhalde genannt hat. Dieses Schloss eine Müllhalde genannt hat. Warum ist das Schloss jetzt tatsächlich in eine Müllhalde geworden? Warum ist das Schloss jetzt wirklich eine Müllhalde geworden? So. Oh, Yoshi kapiert es. Sehr lustig, Yoshi Fanatic. Das war so lustig. Yoshi hat da fast ein Ei gelegt, weil er so laut gelacht hat. Ach, wie immer. Lass uns weitermachen. Ich habe keine Worte. Oh mein Gott, ich kann noch sterben. Oh boy. Und schon wieder ist ein ganzes Level den Part gebraucht. Oh, die SS sank. Ja, Mensch. Nächstes Mal die SS sank. Danke fürs Zugucken und tschüss.